Ja, ich möchte dann vielleicht diese infinitesimalen Bezeichnungen noch mal ein bisschen fortführen, indem ich noch mal daran erinnere, dass wir auch bei der Ableitung quasi den Differenzenquotient infinitesimal geschrieben haben. Ich, also das f' von x haben wir ja auch geschrieben. Das ist ja der Grenzwert vom Differenzenquotient, also ein Delta f durch ein Delta x. Und im Grenzwert schreibt man das ja dann auch oft als df von x nach dx. Ja, und das ist auch wieder nur formale Notation. Und das Objekt ist als Ganzes zu sehen, das man eigentlich nicht in df und in dx auftrennen kann. Trotzdem macht es aber manchmal Sinn, diese Auftrennung vielleicht auf dem formalen Level ab und zu machen, ein bisschen Formeln hin und her zu schieben und am Schluss wieder was zu haben, was Sinn macht. Also das hier schreibt man dann oft formal als df von x ist gleich f' von x mal dx. Ja, okay, das ist eine infinitesimale Schreibweise, die im Grenzwert eigentlich nur bedeutet, 0 ist gleich 0. Wenn ich hier aber Integrale hinschreibe, ja, dann macht es in dem Sinne vielleicht wieder Sinn und insbesondere passt es auch dann mit der Substitutionsregel ganz nett zusammen. Also vielleicht, ich erinnere nochmal an die Substitutionsregel, na, für unbestimmte Integrale, die wir jetzt natürlich zur Berechnung von bestimmten Integralen dann berechnen können. Da müssen wir aber sehen, was mit den Grenzen passiert. Aber ich schreibe nochmal hin, was wir damals hatten für unbestimmte Integrale, also für Stammfunktionen. Das ist Integral über f von g von x mal g' von x dx. Das gleiche ist wie f von g von x. Ja? Wobei dieses Groß f, wie üblich, die Stammfunktion von dem kleinen f ist. Und das war einfach nur die Umdrehung der Kettenregel. Ja, und jetzt mit dieser Notation sieht man, wenn ich das hier als dg von x hinschreibe, nicht, dann sieht man jetzt viel besser, dass man hier wirklich eine Substitution macht, dass man einfach hier überall g von x als Argument hingeschrieben hat. Gut, und jetzt wollen wir diese Substitutionsregel vielleicht mal wirklich hinschreiben für bestimmte Integrale. Nicht, wir können alles, was wir für Stammfunktionen uns überlegt haben, also insbesondere die partielle Integration und diese Substitutionsregel jetzt natürlich anwenden für bestimmte Integrale. Ja. Und gerade die Substitutionsregel ist da vielleicht am interessantesten. Also die partielle Integration ist im Prinzip klar, wie wir das machen. Aber für die Substitutionsregel will ich das dann vielleicht doch im folgenden Satz mal hinschreiben. Und da wollen wir dann vielleicht noch ein paar Beispiele machen, weil das sind dann eventuell auch ja, interessantere Beispiele als die, die wir vorher gesehen haben als Anwendung im Zusammenhang mit Stammfunktionen. Okay, also was war die Aussage? Ich nehme also eine Funktion f definiert auf dem Intervall i, die sei stetig. Gut, und dann will ich die zusammensetzen mit einer anderen Funktion g. Also ich nehme g und das g soll halt jetzt Wert, den i annehmen, also das ist auf irgendeinem anderen Intervall, j definiert, nimmt aber Wert, den i an, sodass ich halt nach g die Funktion f anwenden kann. Und dieses g, das sollte halt, wie man da oben sieht, sollte natürlich die Ableitung existieren, ja, damit ich diese Formel hier habe. Und natürlich beim Integrieren ist es am besten, wenn die Funktionen, über die ich integriere, auch stetig sind, weil nur dann weiß ich auf jeden Fall, dass das Integral existiert, wenn das f stetig ist. Die Zusammensetzung ist auch stetig und das g', wenn das stetig ist, dann ist hier alles stetig. Das heißt, ich setze hier voraus, dass das g' eine stetige Funktion ist und dafür haben wir ja diese Notation gehabt, dass nämlich diese Klasse C1. Ja, also ich nehme an, das g sei von der Klasse C1 auf seinem Intervall. Ja, und das heißt, es ist nicht nur ableitbar, nicht nur differenzierbar, sondern die Ableitung selber ist eine stetige Funktion. Ja, und dann gilt halt für beliebige, und jetzt will ich halt integrieren, und zwar die Komposition von f mit g, aber ich will die halt integrieren über ein Intervall von a bis b. Also jetzt will ich wirklich ein bestimmtes Integral nehmen. Also dann gilt für beliebige a, b in j, das sind die Punkte, über die ich integrieren will. Ja, was? Ich will integrieren von a nach b. Also ich will diese Gleichung jetzt hinschreiben für bestimmtes
Integral von a bis b. Also ich nehme hier von a bis b f von g von x, dann brauche ich das g' von x dx. Und das ist jetzt das Gleiche auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich ja die Stammfunktion von der Funktion klein f stehen. Das heißt, ich habe da also die Stammfunktion stehen und ich weiß ja, die kriege ich durch Integrieren. Und jetzt muss ich auf der Seite diese Funktion f, muss ich jetzt aber an der Stelle g von x nehmen. Das heißt, wenn ich die jetzt auswerte an irgendwelchen Stellen, dann muss ich hier das an den Grenzen dazu schreiben. Also was ich hier habe, ist jetzt, dass ich hier von g von a bis g von b integriere. Also jetzt habe ich hier wirklich eine Substitution, wo ich meine Variable hier auf der Seite, wo ich g von x quasi durch y ersetze. Hier auf der Seite integriere ich halt diese Funktion, das ist diese Komposition mit g' und das x läuft hier von a nach b. Wenn ich jetzt aber das g von x durch meine neue Variable y ersetze, wenn das x von a bis b läuft, dann läuft das g von x natürlich von g von a nach g von b. Also muss ich diese Grenzen hier wirklich dementsprechend anpassen. Oder da oben muss ich halt als Stammfunktion, muss ich halt die Stammfunktion an der Stelle g von a minus g von b nehmen. Das ist ja genau das, was das hier mir sagt. Also als Stammfunktion ausgedrückt, das Groß f ist ja die Stammfunktion, ist es hier ja f von g von a nach g von b. Das ist ja genau das, was da oben das sagt. Also wir müssen das jetzt quasi lesen als das bestimmte Integral ausgedrückt durch das unbestimmte Integral oder die Stammfunktion gemäß dem Hauptsatz der differentialen Integralrechnung. Ja gut, also das hier ist die Substitutionsformel jetzt für bestimmte Integrale hingeschrieben. Und man sieht, man muss die Grenzen hier auch ändern. Das ist wichtig. Und da machen wir vielleicht dann noch ein Beispiel oder ein paar Beispiele dazu, um das vielleicht besser zu würdigen wissen, was diese Formel uns wirklich erlaubt.